So, hallo und herzlich willkommen zurück in mein Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Ich habe etwas am Ton rumgespielt. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu laut. Und ja, wir befinden uns jetzt im Wüstenpalast. Und ja, das geht auch schon sehr los. Sehr gut los, besser gesagt. Wie wir sehen, der Boden besteht aus Sand und ich werde nur das Item wechseln. Da, gut. The Dungeon ist eigentlich ziemlich schnell gemacht, wenn man weiß, wie man hier durchgehen muss. Aber ich denke, ich werde euch zumindest noch Karte und Kompass zeigen, wobei ich mir nicht 100% sicher bin, wo der zu finden ist. Die beiden Sachen. Aber wie gesagt, eigentlich rushe, oh Gott, laufe ich einfach nur durch diese Spiele durch, also durch dieses Spiel, durch die Dungeons hier. Und kümmere mich gar nicht so sehr um die Dungeon-Items. Achso, hier ist eine Kiste. Die müssen, glaube ich, gar nicht töten. Ich mach's trotzdem. Und du gehst mal kaputt. Und tschüss, Netwa. Ja, Netwa kennenzulernen. Nein. Also hier haben wir schon mal die Karte. Benutze ich eh nie. Okay, was haben wir hier sonst noch? Da hinten war, glaube ich, nichts Besonderes mehr. Arg laut. Ich hoffe, das ist nicht so laut nachher am Ende. Ansonsten werdet ihr in diesem einen Part damit leben müssen und dann werde ich das im nächsten korrigieren. Okay, da haben wir ein Hinweisschild und einen Schlüssel. Fluffy, hier ist der Hasrala. Hol dir unbedingt alle Schätze, die in den Verliesen versteckt sind. Okay, eine mehr oder weniger nützliche Info. Früher habe ich gar nicht gecheckt, dass man gegen dieses dusselige Ding, der gegen die Fackel laufen muss. Da bin ich irgendwie nie drauf gekommen. Und ich glaube, ja, hier brauchen wir den großen Schlüssel für. Den finden wir aber glatt woanders irgendwie. Ich gehe mal hier auf den Geist da hinten. So. Okay, das war jetzt etwas zu früh. Ach. Komm her. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die jetzt irgendwie alle hier kaputt mache. Ist total sinnlos eigentlich. Aber wir kriegen ja noch ein Herzchen. Wir müssen in die Richtung weiter und wir haben jetzt einen Schlüssel. Also einfach laufen, 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 laufen. Ich weiß gar nicht, wo hier der Kompass war. Autsch, egal. Gut. Ja, wir hören schon hier irgendwo in der Nähe, scheint etwas zu sein. Zumindest den Geräuschen nach. Gehen wir mal kurz aus dem Weg. Und dann möchte ich hier mal reingucken. Nee, okay. Du tust nichts. Schießen tun nämlich nur die Roten. Nee, hier ist definitiv auch nicht die Kiste. Dann gehen wir einfach mal durch diese Tür hier. Und, ach so, ich ahne, glaube ich, schon, wo der Kompass ist. So, du schießt, triffst aber nicht, wie immer. Und nicht wie immer, also die können sehr gut treffen eigentlich. So, damit haben wir den Kompass und alles Wichtige eigentlich auch abgeklappert schon. Du gehst mal kaputt. Und dann haben wir schon fast volle Rubine. Ich werde nicht mehr. Einfach durchrennen. Zack. Und was könnte hier drin sein? Natürlich den großen Schlüssel. Und wieder zurück. Problem erledigt. Nur können wir nicht auch das Dungeon-Item holen. Dieses Dungeon-Item ist mal ein passives. Wir werden es gleich sehen. Das wird uns eigentlich nicht wirklich helfen. Und eigentlich können wir jetzt auch schon zum Boss gehen. Nein, können wir noch gar nicht. Stimmt. Also beim Boss selber wird uns nicht helfen, aber wir benötigen ihn, um überhaupt zum Boss zu gelangen. So war das. Dazu müssen wir hier schon kurz rein. Dann befindet sich hier ein Schalter. Mit dem kommen wir hier rein. Und wir finden eine große Truhe. Und da drin ist... die Krafthandschuhe. Spürst du die Kraft in deinen Händen? Jetzt kannst du Steine aus dem Weg räumen. Ja, wir können die normalen Steine aus dem Weg räumen. Es gibt noch eine andere Art Steine. Die sind etwas dunkler als die anderen. Und die können wir noch nicht aus dem Weg räumen. Also, da reichen diese Handschuhe nicht. Aber ich glaube, die werden wir auch erst später kennenlernen. So, darüber. Kann ich mit euch abgeben. Ach, verdammt. Hier müsste irgendwo ein Herzchen drin gewesen sein. Geht kaputt und hört auf mich zu nerven. Danke. Gut, da oben ist ein Feenbrunnen drin. Ich glaube, wenn man hier einen dieser Steine verschiebt, kommt man da rein. Und fragt, oh Gott. Ja, diese Laserstrahlen tun ordentlich weh. Da sollte man eigentlich vermeiden, irgendwie
reinzulaufen. Ich weiß gerade absolut nicht, welcher dieser Steine das war. Das ist gerade blöd. Okay, der war's. Und dann kommen wir zu einem netten Feenbrunnen. Brauchen wir nicht, weil wir haben, denke ich mal, alle beiden Flaschen voll mit Feen. Ja. So, dann gehen wir mal an dir vorbei. Okay, hier hinten befindet sich ein Herzteil noch. Das werde ich mir holen aus Bequemlichkeit, weil ich habe keine Lust, durch diesen Tempel nachher noch mal zu laufen. Unser Problem gelöst. Nun kommt natürlich wieder der Geier da an. So, und hier hinten befindet sich auch der zweite Teil des Dungeons. Und hierfür brauchen wir die Krafthandschuhe, um diese Steine wegzunehmen. Und ja, hier drin geht's weiter. Wie man sich vielleicht schon hätte denken können. So, nun einfach hier durch. Das Einfachste in diesem Raum ist eigentlich warten. Und zwar hier im Türraum. Hier kommen nämlich diese Platten nicht hin. Das heißt, man kann hier einfach stehen bleiben und sich das angucken. Ich beschleunige es jetzt einfach mal, weil es einfach ewig lange dauert. So, das war jetzt irgendwie, glaube ich, eine zweifache Beschleunigung, gut 1,5, ich weiß es nicht. Aber man, in der Regel dauert es noch länger, das hat schon relativ lang gedauert. Man hätte sich auch einfach den Schlüssel nehmen können und durchlaufen können, aber da bin ich zu faul für. So viel passiert in diesem letzten Teil auch gar nicht mehr irgendwie. So, hier einfach alles besiegen, was sich bewegt, außer das Auge, das können wir natürlich nicht töten. Na, gut. Gut, und dann hier. Ja, die Augen sind hier überall irgendwie allgegenwärtig und ziemlich nervig, wie ich auch sagen muss. Ich mag die Augen nicht, weil man ihre Angriffe nicht abwehren kann. Man kann sich immer nur verstecken und das mag ich überhaupt nicht. Und sie schießen über Krüge. Das ist das Schlimmste überhaupt an den Dingern. Und sie schießen immer wieder. Ich glaube, die machen auch keine Pause oder so. Zack, zack. Zack. Ha, den nehmen wir mit. Ach, zu blöd. Egal. So, hier kommen nochmal diese Fliesen. Die interessieren mich aber gerade herzlich wenig, weil hier sind so viele Krüge. Ach, natürlich. Okay, aber wir stehen ja auch gleich schon ziemlich kurz vorm Boss. Von daher brauchen wir erst einmal den Pfeil und Bogen wieder, weil hier ist noch so ein netter roter Ritter. Eins, zwei, tschüss. Und wenn ihr das mal anguckt, das sieht doch ziemlich komisch aus hier irgendwie. Vor allen Dingen, ja, mit den halben Fliesen, die gibt es nämlich sonst nicht. Und es hat auch keine Umrandung. Und vor allen Dingen, wir können nicht mit dem Schwert gegenschlagen. Das geht hier nämlich nicht. Und wie hier schon irgendwie ganz auffällig stehen, diese Fackeln, einfach ganz schnell anzünden, alle vier. Und die Wand bewegt sich. Und gibt uns den Weg zum Boss frei. Juhu. Gut, dann werde ich nochmal den Eisstab ausrichten, weil der wird im nächsten Kampf ziemlich hilfreich. So, zwei Herzen, ein bisschen Magie und fünf Pfeile. Perfekt. Und dann auf zum Kampf, würde ich sagen. Und diesen gibt es diesmal in dreifacher Ausrührung. Das ist, wie heißt der noch? Lanmola oder so? Ich weiß es nicht. Ja, die Gefahr ist eigentlich die Würmer gar nicht mal so, aber die Steine, die sie da durch die Gegend schießen. Das Einfachste ist eigentlich, mit dem Eisstab den auf den Kopf zu zielen. Dann setzen sich noch zwei Treffern tot. Also jeweils zwei Treffer. Allerdings, wie ihr seht, Magiestab frisst Magie. Und das nicht zu knapp eigentlich. Und deswegen wird er vermutlich nicht im ganzen Kampf durchreichen. Gut. Solange sie noch zu zweit sind, sind sie kein Problem. Zu dritt. Na, man weiß auf jeden Fall, was ich sagen will, hoffe ich zumindest. Ach, zu blöd. Naja, zumindest einen habe ich damit noch erledigt. Die nächsten werden jetzt wohl nicht mehr so das Problem. Jetzt, wo schon mal ein so ein Steinspucker weg ist. So, ansonsten bietet sich hier die Wirbelattacke sehr gut an, weil bis die da mal rauskommen, dauert es eh Ewigkeiten. Da kann man hervorragend die Wirbelattacke aufbauen. Aber der Kampf zieht sich ohne Eisstab doch schon ziemlich in die Länge.
Nachher beim letzten müssen wir aufpassen, weil da schießt in alle 8 Richtungen irgendwie seine Felsen. Bei dem hier. Okay, ich glaube aber jetzt haben wir ihn gleich, oder? Ja, ich denke mal 1-2 Treffer noch und dann sollte er kaputt sein. Zack. Aber mit nur einem ist es trotzdem weit einfacher irgendwie als nachher mit allen dreien. Dass mein Boss ja auch immer einfacher wird mit der Zeit. Und ja, er ist kaputt. Damit hat sich die ganze Sache erledigt. Wir bekommen einen Herzcontainer. Natürlich nur vom letzten, war ja klar. Und ich würde sagen, blau müsste Weisheit sein. Aber ich glaube, in dem Fall ist es Kraft. Ja genau, du hast das Amulett der Stärke errungen. Dein Ziel ist greifbar nahe. Nun hol noch das dritte. Oder andersrum. Ach, Magie wird wieder aufgefüllt, das ist sehr gut. Okay, damit sind wir mit diesem Dungeon fertig. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Aber so viel dürfte es nicht mehr sein. Wer weiß, dass wir in 3 Minuten schaffen, eigentlich nicht mehr. Ich werde trotzdem jetzt hier schnell speichern. Denn in dem Fall kann es eine gute Abkürzung sein. Wenn wir bei der Kathedrale anfangen, ich hoffe, ich schaffe das noch. Ach so, ja, natürlich, jetzt fehlen uns ein paar Herzen. Egal, ach so. Und wir haben das falsche Equipment. Gut, ich laufe eigentlich immer mit Bumerang und später noch mit anderen Sachen rum. Weil ich es hasse, Items zu verbrauchen. Ach so, was ich glaube ich noch gar nicht erzählt habe. Wenn wir irgendwo gegenrennen, werden diese Wachen in der Regel auf uns aufmerksam. Das sollte man immer dabei bedenken, wenn man irgendwo gegenrennt. Und ich hoffe, hier irgendwo sind mal Früchte drin. Genau, hier nämlich. Und die füllen uns Lebensenergie auf. Kann nützlich sein, falls nochmal die Lebensenergie knapp wird. So, nun stehen wir nicht im Weg. Und sterben lieber. Danke. Sterben, noch egal. Gut, wir haben über 500 Rubine, das sollte ausreichen für das, was ich jetzt vorhabe. So, und hier seht ihr, die großen Felsen können wir heben. Wobei wir uns nicht durch die Gegend rennen können, wenn wir die in der Hand haben, also das geht nicht. Aber diese dunklen, schattierten Felsen, die können wir nicht hochheben. Das, ja, sind die Eigenschaften des Krafthandschuhs. Wir bekommen da später noch einen besseren... Ach, und wie man die Teile wegkriegen soll, wusste ich früher auch nicht. Einfach gegenrennen, dann setzt sie weg, so. Das ist die Geschichte. Zack, zack, danke. Ich sehe nicht mehr, was ihr wollt, die sehen aus wie Kondome. Gut, ach, war ja klar, hau ab, danke. So, wir gehen hier oben lang. Und nun geht das Gerauschen wieder los. Ich weiß nicht, ob man mich noch verhören kann, aber ich hoffe es einfach mal, ich spreche etwas lauter. Hier ist es ziemlich nützlich, ab und zu einfach mal ins Wasser zu springen, wenn man hier zu sehr bedrängt wird, weil man so lange blinkt, unverwundbar ist. Und wie ihr sehen könnt, es gibt verschiedene Arten, sowas einmal die Spuckenden und einmal die auf dem Land gehenden. Die auf dem Land gehenden, ich glaube, wenn man sie im richtigen Moment erwischt, da passiert was Witziges, dann fliegen sie nämlich ewig weit weg. Das sieht dann ganz witzig aus und irgendwie ist das hier aufgebaut wie Labyrinth und ich mag es absolut nicht und dieses Geräusch geht mir auf den Denkel. Hoffentlich kommen wir hier schnell raus. Ah ja, wir haben es fast geschafft. Und was kommt? Ein großer Strudel und ein großer Zora. Nein, wir werden nicht gegen ihn kämpfen müssen. Oho, was willst du von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Ohoho, ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubin das Paar. Willst du sie haben? Ohoho, hier deine Schwimmflossen. Außerdem gestatte ich dir, Zoras Wasserwege zu nutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Wo du nicht einmal landest, musst du selbst herausfinden. Hohoho. Okay, ja, wir haben gerade für unglaublich 500 Rubine Schwimmflossen gekauft. Das war vermutlich die teuerste Investition im gesamten Spiel. Zack, aber damit können wir jetzt endlich schwimmen. Damit klappt aber auch leider dieser Unverwundbarkeitstrick im Wasser nicht mehr. Dafür bekommen wir später links noch Ersatz. Das ist nicht so tragisch. Nur das Lenken von Link ist, wie in eigentlich einzelnen Teilen im Wasser, ziemlich blöd. Aber okay. Ich glaube, das ist sogar das erste Spiel, Zelda-Spiel, wo Link schwimmen kann. Wenn auch nur mit Hilfe. Und dann werde ich euch gleich ein weiteres Geheimnis zeigen.
Wenn ich jetzt das Spiel... Ach, verdammt, wenn wir jetzt noch einen Treffer kassieren, von dem sind wir tot. Möchte ich vermeiden. Okay, jetzt würden wir es überleben. Wir können hier in diesen Brunnen rein. Und dieser Brunnen hat einige nette Eigenschaften. Brunnen der Wunder. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Wir werfen etwas. Und nun können wir all unsere Items auswählen. Auch unser Equipment. Also Schild und so. Und wir werfen gleich mal das Schild rein. Dieses kleine blaue Etwas da. Und heraus kommt natürlich eine wunderschöne Fee. Hast du das geworfen? Ja, haben wir. Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Jupp, dafür bekommen wir jetzt nicht das rote Schild. Dein Schild wurde stärker. Jetzt schützt sie sogar gegen Feuerbälle. Das ist sehr nützlich. Und wenn wir hier jetzt noch etwas stehen bleiben, können wir gleich nochmal etwas reinwerfen. Und als nächstes werfen wir den Bumerang rein. Hast du das geworfen? Wenigstens, ja, hatten wir schon alles mal. Nun bekommen wir den magischen Bumerang. Der reicht jetzt auch, glaube ich, bis am Bildschirmende. Und ist etwas schneller und damit weit effektiver. Und... Na, das lasse ich lieber. Wir können noch eine leere Flasche hineinwerfen, dann bekommen wir kostenlos einen grünen Zaubertrank. Und das jedes Mal, wenn wir eine leere Flasche reinwerfen. Allerdings habe ich gerade keine leere Flasche, also interessiert mich das auch tatsächlich wenig. Ich allerdings werde jetzt diesen Cut hier abcutten. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und sage bis denne. Und werde das Spiel nebenbei auch gleich speichern.